Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch an neue Zuschauer. Ja, neueste Folge Need for Speed Heat, nach längerer Zeit. Wir haben den 9.2. 20:18 Uhr. Ja, den BMW Z4 können wir uns den mal kurz anschauen. Ja, da hat die Aufzeichnung leider nicht geklappt. Ja, ich sehe das leider auch nicht, ob die Aufzeichnung jetzt startet oder nicht. Kriege ich auf dem Cloud-Rechner, wir zocken hier auf dem Cloud-Rechner, kriege ich irgendwie nicht hin bei Nvidia, Nvidia Shadow Play. Na, wie ihr seht, das Tuning ist richtig geil geworden. Auch die Auspüffe in der Größe, in dem Format hat man die noch gar nicht gesehen. Ja, wenn ihr ihn sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, dann fahren wir den nochmal. Weil jetzt kommt ein anderer BMW, auf den ich mich sehr freue. Ja, weil der stärkste ist es jetzt nicht hier, wie gesagt, weil es ja auch nur ein Z4 ist. Er war nicht schlecht. Wie gesagt, würde ich euch sonst nachreichen. Aber wir haben noch so viele Autos, da können wir auch dann mal einen auslassen. Ich habe es jetzt längere Zeit nicht mehr gespielt, das Spiel. Ich muss mal sehen, welche Farbe der BMW hat. Ah, das wird mir schon ins... Der war gut. Den habe ich jetzt noch nicht hochgeladen. Den Range Rover, den habe ich schon hochgeladen. Den... Ja, das macht einen gewaltigen Unterschied. Also der Land Rover, der kann lange nicht mithalten. Auch vom Fahren her, wie der BMW. Der BMW ist deutlich besser zu fahren und auch schneller am Ende. Aber das könnt ihr euch ja reinziehen. So, mal sehen, wo der BMW ist. Hier ist er. Das ist er. Der BMW M5. 2018er Baujahr, also fast noch aktuell. Ja, weil der hat einen 4,4 Liter V8 Motor mit fast 600 PS, schon serienmäßig, 750 Newtonmeter Drehmoment und läuft ungedrosselt auf deutschen Autobahnen 306. Und die Beschleunigung für den M5 ist phänomenal, jetzt schon 3,4 Sekunden. Der ist schneller als kleinere Vertreter, also ein M3. Und das in der Gewichtsklasse. Ja gut, meine lieben Freunde, der kommt heute dran. Also mal, Lackierung ist auch krass, die ist wohl serienmäßig in den Matt. Muss erstmal Bio-Kaffee konsumieren. So, wollen wir sehen, was wir da rauskitzeln können. Wahrscheinlich eine Menge. Vielleicht wird das sogar der schnellste Wagen und kann die Corvette toppen. Die Grand Sport war schneller als die andere Corvette. Also der wird bestimmt bis 350 Leistungspunkte gehen. Bin mal gespannt, das hat nicht immer was zu heißen. Doppelturbo, ja. So, hier nehmen wir wieder das Straßenfahrwerk, damit der Punkt in der Mitte bleibt. Den hat er auch schon 8-Gang-Getriebe serienmäßig. Das könnte sein. So, hier nehmen wir auch immer die Straßenreifen. Ah, hier geht es noch einen Tick besser. 7-Gang hat er. Aber 8-Gang ist leider nicht möglich. Das hätte vielleicht nochmal 20 Leistungspunkte rausgekitzelt. Geht leider nicht. 7 Gänge. So. Straße. So, knapp 800 PS haben wir rausgeholt. Auch knapp 1000 Newtonmeter Drehmoment. Und er hat als Hecktriebler eine sehr gute Beschleunigung. Auch gute Traktion scheint er zu haben, sonst wäre er nicht unter 3 Sekunden
gekommen. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie er nachher optisch aussieht. Ah, der Sturz vorne, das reicht alles schon. Oder große dicke Rohre. So ist am besten. Leerlauf. Ich glaube, so ist am besten. Ja. Alles klar. Aber dem gibt es bestimmt auch geile Lackierungen. Mal gucken, wie viele den lackiert haben. Beziehungsweise runtergeladen haben. Ja, schon über 1000. 1500. Hm, nur das ist ja eigentlich das Permut, ne? M-Performance. Nee, Polizei lassen wir jetzt, weil neuer Abonnent wollte beim Porsche, wollte er die Bullenlackierung haben. Aber da kommt natürlich auch noch Porsche. Hier ist natürlich Polizei, ne? Ja. Also so eine Polizeilackierung hatten wir noch gar nicht. Das ist ja fast original wie in echt. Ne? Aber das lassen wir jetzt. Falls der Abonnent zuschaut. Ich hätte gerne Manga-Style. Weiß nicht, ob wir das finden. Rockstar. Hier ist nochmal eine Polizei, ne? Ja. Ja, Manga-Style, das ist cool. Nehmen wir. So. Ich könnte mal die Felgen schon fast drauf lassen. Reifen nehmen wir immer die 17 für neue Zuschauer. Das sieht aus wie ein Slick. Und hat auch schönen Niederquerschnitt. Ich würde sagen, wir lassen die Felgen so. Ja, lassen wir so. Gut, dann können wir gleich ins Tuning reingehen. Ja, ein bisschen mit Hutze. Dann nehmen wir so Scheinwerfer. Riesig. Ich würde sagen, wir nehmen abgedunkelt. So. Ja, hier nehmen wir alles die M. Ach ja, siehst du ja die M-Performance Parts. Da nehmen wir auch M-Performance. Ist alles original. Hier gibt's das nicht, aber diese Lippe, die mag ich auch gar nicht so gern. Und ich weiß, wie breit wir den bekommen. Ja gut, hier ist es nicht M-Performance. Also hier nehmen wir was anderes. Ja, hier ist mir das schon wieder zu übertrieben mit dem Kotflügel. Zwar ein Tick breiter, aber wir machen das so. Das ist mein Lieblingsspiegel. Lange. So, hinten. Machen wir so. Hier nehmen wir wieder M-Performance. Möchte ich da nicht drauf haben. Lassen wir so. Auch M-Performance.
aus. Ne, erstmal rückleuchten. Schön abgedunkelt. Ah, sieht geil aus. Auch die Lackierung ist geil. So, Auspuff. Bin mal gespannt, was wir da machen können. Ja, nehmen wir die. Von den größten. So, Diffusor vielleicht noch, aber glaube, ja. Das sieht nicht schlecht aus. Wenn man vergleicht, wie das Original aussah. Der hat noch so eine, ja, so ist gut. Ach so, der hat auch M-Performance. Ne, den nehmen wir natürlich auch. Ja, genau. So, ist er fertig. Ja, so sieht er aus, das schöne, gute Stück. Nice. Ja, mein Cloud-Rechner habe ich leider immer noch nicht von ShadowTech. Ich habe immer noch den Standard-Cloud-Rechner. Soll am 19.02. eigentlich schon, sollte es im Februar losgehen. Am 19.02. kriege ich neue Informationen und die meisten kriegen denn schon den neuen Cloud-Rechner. Die anderen vielleicht ein, zwei Wochen später. Aber dann habe ich ihn definitiv. Also Mitte März habe ich ihn definitiv. Und dann sind wir in echten 4K unterwegs. 2160p in Ultra-Grafik. Das schafft er locker. So. Sind wir fertig. Leistungsdaten hattet ihr ja gesehen. Mal sehen, was er zu leisten imstande ist. Wird sich bestimmt gut fahren. Bis jetzt unser größter BMW. Und stärkster auch. Sehr gute Traktion. Oh, gut. Oh, der wird ordentlich marschieren. So, meine lieben Freunde, ihr habt jetzt viel gehabt, die Gebirgsüberquerung und danach noch die Achterbahn. Ich wünsche mir Glück. Mal gucken, wie schnell wir auf den ersten Platz kommen. Erster Platz. Wunderbar. Das ging flott. Ui. Können wir auch schon Nitro benutzen. Machen wir immer erst auf dem ersten Platz. Lässt sich sehr gut driften. Ab 150 fast. Das ist sehr geil.
Oh. Top-Speed-Test. Na komm. Ja, nicht so viel Top-Speed. Ja. Na gut, 330. Aber er ist schnell. Merke ich. Auf jeden Fall merkt man. Sehr gutes Driftverhalten. Hier berghoch hat er auch gar keine Probleme. In dem Drehmoment, obwohl ja ein bisschen schon, aber sehr schön bekommen. Lange links ist schwer. Nicht zu schnell und auch nicht zu langsam nehmen. Hier. Boah, sieht aus 180. Sehr, es wird eine gute Zeit werden. Boah. Komm, komm. Oh ja. Das wird eine der Bestzeiten werden. Oder er knackt die Bestzeit. Komm. Oh. 2,21. Ne, 4,21. Wahnsinn. Locker unter 4,30. Alles unter 4,30 ist super. Ja, er hat fast unter 4,20 sogar geschafft. Müsstet ihr mit der Corvette Grand Sport, müsst ihr mal in meine Playlist reinschauen. Oder könnt ihr mal in meine Playlist reinschauen. Es könnte sein, dass er alle Autos geschlagen hat, die wir bis jetzt getestet haben. Und das sind ja schon über 70 Autos. Fast 80 Autos. Ja, astrein. Ist auf jeden Fall der schnellste BMW. Also die Bestzeit auf diesem Kurs müsste die Corvette gehabt haben. Corvette Grand Sport. Findet ihr in meiner Playlist. Müsstet ihr mal angucken, ob sie unter 4,21 gekommen ist. Alles klar, ich geh's auf die Achterbahn. Oh, Alter! Heute ist ein guter Tag. Was habe ich verpasst? Ich habe einen Anruf von Joe. Du kennst ihn noch nicht, oder? Das weiß ich gar nicht. Er und sein Kumpel Richie waren in meiner Crew. Das war, bevor du aufgetaucht bist. Hey. Und er meinte so, hey, du bist jetzt in der League, das ist cool, also brauchst du noch wen für deine Crew? Und ich brauche keine miesen Loser wie euch beide. Ich habe eine neue Crew und wir kommen prima ohne euch zurecht. Ihr Versager wärt mir auch nur in die Nähe der League gekommen, wenn ich euch nicht mitgeschleppt hätte. Was hat er gesagt? Keine Ahnung, ich wollte einen coolen Mic-Drop machen und habe mein Handy geschrottet, aber das war's wert. Hauptsache, du bist glücklich mit deinen Entscheidungen. Heute? Jetzt gerade? Absolut. Freut mich. Dann koste dein Triumph mal schön weiter aus. Mach ich. Bis später dann. Das ist ein neuer Spruch von Anna. Den kenne ich noch gar nicht. Also Need for Speed Heat hat ja auch ein neues Update bekommen. Vielleicht liegt's daran. So, hier werden wir auch schnell auf dem ersten Platz kommen. Berg hoch. Wollen wir mal sehen. Also auf der Gebirgsüberquerung sind wir super schnell auf dem ersten Platz gekommen. Hat auch für einen Hecktriebler sehr gute Traktion. Gut, wünscht mir Glück. Alles unter 4 Minuten 20 ist akzeptabel. Werden wir wohl schaffen, unter 4,20 zu kommen. Wir müssen nachher natürlich überrunden, denn
Und da kann einem Fehler passieren, aber wollen wir mal sehen. Werden wir gleich wissen. Müssen wir so machen, macht nichts. Keine Zeit gekostet. Ja, gleich auf dem ersten hier. Holen wir uns gleich. Ja. Wunderbar. Ob wir über 200 kommen. Ja, locker. Komm, komm, komm. Ja. Brauchen wir gar nicht driften. Das ist ideal. Driften kostet Zeit. Also werden unter 4,20 kommen. 4 Minuten 20. Boah. Ohohoho. Perfekt bekommen. Geiler Wagen. Hol, Vorsicht. Hier brauchen wir wieder nicht driften, wenn wir sie gut bekommen. Nee, Ast rein. Boah, sehr böse schnell, Alter. Boah, da wird eine gute Zeit. Müssen bloß gut überrunden, denn das, da haben sie gleich eingeholt. Ja. Ist das? Ey! Oh Mist, ey! Vielleicht fahren wir den Kurs nochmal. Schade. Ich kürze hier einfach so ab, dass... Oh! Ja, der schaukelt sich gerne auf. Alter, aber es ist auf Bestzeitkurs. Boah, der Lede. Oh, das war knapp. Eieieiei. Ganz schnelle Zeit. Hau ab. Boah, unter 4 Minuten. Holla, die Walfee. Ich habe 4 Minuten 20 gesagt. Wir sind 25 Sekunden schneller. Oh. Ich glaube, unter 4 Minuten sind wir noch gar nicht gewesen, oder? Es könnte sein, ich weiß es nicht. Ich hatte ein bisschen Probleme mit den ersten beiden Autos zum Überrunden. Das, so nah waren wir ja noch nie dran. Eher nach der Kurve. Berghoch. Aber die Zeit ist trotzdem top. Ast rein.
Gut, meine lieben Freunde. Das würde ich sagen, lassen wir so. Ja, ihr könntet nochmal 5 Sekunden abrechnen. Dann hättet ihr die Zeit, wie er geschafft hätte. Ist auf jeden Fall auf beiden Strecken extrem schnell. Lässt sich sehr geil fahren, sehr geil driften. Aber er hat natürlich auch massiv Drehmoment und ja. Kann sein, dass er von allen Autos bis jetzt der schnellste ist. Das könnte sein. So. Da kommt nachher noch die Mercedes G-Klasse, die Gangster-Klasse aus Russland. Fahren sie meistens in Russland. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon kommt. Ja, der kommt als nächstes. Der ist... Er hat 132, der BMW 188. Den nehmen wir aber trotzdem. Aber er wird den BMW, also diesen BMW, nicht schlagen. Ich bin auch der Meinung, dieser X6 sieht aus wie ein zu großer Mitsubishi Lancer oder ein zu großer Subaru Impreza. Aber der fährt sich auch eigentlich auch so, fast gar nicht wie ein Geländewagen. Ja, ganz anders als der hier. Ja, das... Den Ton im Hintergrund, ich habe vergessen, Discord auszuschalten. Das ist immer der Ton, den ihr im Hintergrund hört, da gedüdel. Kommt wieder eine neue Nachricht vom Kollegen. Ja, ich meine, den haben wir schon, den brauchen wir eigentlich nicht mehr kaufen. Und was nächstes? F-Type R Coupé. Ich würde sagen, da gehen wir gleich auf den Mercedes. Jetzt nicht, aber die Viper wird auch geil. Weil das ist der F-Type R Coupé. So, und wir haben ja F-Type R Cabrio. Das ist eigentlich kein großer Unterschied zwischen dem Wagen und dem anderen. Und deswegen sparen wir uns, glaube ich, lieber das Geld. Den Wagen haben wir schon. Ich könnte euch das ja nachreichen, weil ich hätte Bock. Man muss ja auch nicht jeden Wagen jetzt machen. Und da die beiden sowieso identisch fast sind, außer der eine ist ein Cabrio und der andere ist das Coupé, haben denselben Motor drin, habe ich schon mal nachgeguckt, würde ich sagen, nehmen wir uns den schönen Mercedes AMG GT Baujahr 2015. Auf den habe ich richtig Bock. Das ist ein richtig geiler Wagen. Der könnte den BMW, den wir gerade gefahren haben, sogar noch schlagen. Ja, und für den neuen Abonnenten kommt denn dieser Porsche. Und der kriegt, wenn wir denn eine finden, die Polizeilackierung, weil die wollte er ja auch haben. Dein Wunsch ist mir Befehl. So, was ist denn? Das ist der GTS. Ist das ein anderer? Müsste man mal nach dem Motor gucken, 4 Liter V8. Auch 4 Liter V8. Ja, dann nehmen wir hier natürlich den ohne Cabrio, weil das ist wieder identisch. Die Autos sind aber nicht komplett identisch. Also wenn wir jetzt mal die Beschleunigung hier sehen, 3,8 Sekunden. 3,6 Sekunden, weil er ein bisschen leichter wohl ist. 307 km/h, aber das maximale Drehmoment ist identisch. 670 Newtonmeter. Nee, der hat weniger Newtonmeter. Warum auch immer, der hat 226 Leistungspunkte. 243. Was hat der für eine Tuning-Bewertung? 5 von 10. Auch 5 von 10. Ja, spielt eigentlich keine große Rolle, wie gesagt. Ich würde sagen, wir kaufen uns den. Den würde ich euch vielleicht nochmal nachreichen, weil ich habe keinen Bock momentan auf Geländewagen. Der wird sowieso langsamer sein als der hier. Das ist ja eigentlich momentan der beste Geländewagen und den habe ich euch auch schon hochgeladen. Alles klar. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns jetzt den Mercedes. Und den machen wir heute auch noch. Weil wir haben es gleich 21 Uhr und ich will noch ein bisschen Party machen. Und ein paar Bierchen reinhauen und ein bisschen geile Mucke hören. Ja, genau. Und um 22 Uhr ist ja Nachtruhe. Muss ich ja einhalten. Oh ja. Da wird sie bestimmt richtig geil fahren. Hm.
Ja, und die Far Cry 5 Folgen, die ich hochgeladen habe, kann ich euch auch sehr empfehlen. Ist auch viel von der Story mit drin. Richtig geil, die Story. Halt. Gut, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge nach längerer Zeit mal wieder Need for Speed Heat. Der BMW war richtig geil auf beiden Strecken. Ja, wollen wir mal sehen, ob der Mercedes, er könnte den vielleicht sogar noch schlagen, den BMW. Obwohl, das ist äußerst schwierig. Aber das werdet ihr in der nächsten Folge sehen, wenn ihr Bock drauf habt. Alles klar, ich bedanke mich für 231 Abonnenten. Herzlich willkommen für die neuen Abonnenten auf meinem Kanal. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.